Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Zellacon und ich begrüße euch herzlich zu einem erneuten Video. So, nur mal so zur Aufnahme hier, ist es gerade Sonntag und ich habe frei, ich habe morgen frei, also was habe ich mir Schönes gedacht? Ich habe mir ein Eintagesprojekt gemacht und das ist was Tolles und wie komme ich da drauf? Ich habe ein tolles Set, ein sogenanntes Sample Set von Bandai wieder mal und zwar meinen Wing Ovo oder Uvo Edition, wie ich es inzwischen so nenne und es im Stream genannt habe. Sehr, sehr lustiges Sache. Also er ist der Doppel-OWO. Heißt, er hört sich an wie OWO und dann... Ja gut, ne? Weep shit aside. Ein sehr schönes Kit. Also mir hat es wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Und ich glaube, das passt in die Kategorie ein Tages geiles Bild. Warum passt das? Also erstmal, wir haben eine Transformationsfähigkeit. Finde ich super, finde ich immer gut. Das ist eine Sache. Wir haben eine tolle Color Separation, obwohl man merkt einen großen Unterschied jetzt zum Death Skies, den ich auch gemacht habe. Da ist, beim Death Skies hast du echte Color Separation. Hier hast du noch einige Sticker dabei. Aber ich habe sie wie immer nicht drauf gemacht, ist auch vollkommen egal. Dann haben wir eine Menge an Panel Lines. Und da kommen wir in den Schritt ein Tagesprojekt. Also, ich setze mich chillig morgens hin, baue diesen geilen Wing und kann den dann noch Panel-Line, Topcoat drauf machen, bin in einem Tag durch und habe ein geiles Modell im Schrank stehen. So habe ich mir das gedacht. Ist doch eine lustige Idee, oder? Wir werden es ausprobieren. Gebaut habe ich ihn im Stream. Ich streame auf Twitch immer am Montag und Mittwoch ab 18 Uhr. Und circa roundabout. Ich fange immer ein bisschen vorher an. Für zweieinhalb Stunden. Und da bauen wir alles, was ich immer hier so zeige und male und tüftele. Insofern, schaltet doch mal ein. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an den lieben Oliver von ogandem.de, der mir dieses Modell gegeben hat, beziehungsweise mit Bandai, vielen Dank Bandai, zusammen das organisiert hat, dass Bandai Sample Kits rausgibt, also Probenpröbchen. Und die so an mich und andere Bilder der Community weitergibt, damit wir zeigen können und Projekte machen können, noch und nöcher. So, genug geredet. Wir gehen an den Tisch und schauen uns mal die Verpackung vom Uvo an. Wir sind am Tisch angekommen und jetzt denkt ihr natürlich, ha, irgendwas stimmt da noch nicht so ganz. Ja, das ist richtig. Ich habe nämlich, zwischen dem ich das Intro gedreht habe und ich jetzt die Review mache, das Ding schon mal ein bisschen im Stream bearbeitet. Und zwar ging es um das Thema Penlines OOB mit Oil Brushes. Sehr, sehr tolle Sachen, könnt ihr sehen, funktioniert wunderbärchen und was kann ich noch sagen? Freut euch auf jeden Fall auf ein Video, das kommen wird zum Thema Panel Scribing in OOB. Nur so viel dazu. Gut, wir schauen uns jetzt das Modell mal genauer an, hier in der wunderschönen Flugform. Finde ich sehr cool. So würde er auch bei mir stehen in der Flugform, deswegen zuerst einmal das. Was kann man sagen? Ja, ein paar mehr Stickerchen. Ich habe es nicht drauf gemacht, ja. Nicht drauf gemacht. Aber ein paar mehr Sticker als der Death Skies. Aber alles noch in Ordnung. Ihr seht, uns fehlt nichts im Prinzip. So, gehen wir mal von oben nach unten. Was im Flugform praktisch ja, das Cockpit ist, ist im Normalfall unser Schildchen. Die beiden Waffen lassen sich zusammenstecken zu dieser Zwillingskanone, die eher sehr, sag ich mal, ja gut, sehr, sehr typisch ist für den Wing. So, auch ganz schön gemacht. Hier hinten, die Flügel.
zwiegespaltene Meinung. Finde ich per se sehr, sehr schön, da sie von innen Panel-Lines haben und sowas alles. Und eine wirklich tolle Mechanik. Also, als erstes drehen wir mal wieder den Kopf richtig. Upp. Dann drehen wir den Körper richtig. Und jetzt bei den Flügeln. Aufgepasst. Nach außen hin. Nee, so. Nach oben. Nee, einfach so. Genau. Es ist wieder ein Weilchen her, dass ich den gebaut habe. Deswegen bitte verzeihen, dass ich da nicht immer alles auswendig weiß. Warum möchtest du jetzt hier nicht hereingehen? Möchten Sie mir das erklären? Nein, gut. Zup. Und auf der anderen Seite machen wir das Gleiche. Und jetzt hat er massive Flügel. Und ich finde auch, dass hier das Ding durchkommt und sowas. Super toll gemacht. Einziges Manko, was ich bis jetzt an dem Kit gefunden habe, sind die Füße. Denn falls wir von der Flugform in den Normalmodus wechseln möchten, müssen wir nicht nur dieses Modul rausstecken und dieses Modul für Füße reinstecken. Nein, uns fehlt auch unten der Thruster. Also diesen Thruster müsste man hier wieder diese Düse, ne, da rausnehmen und hier reinmachen. Warum so umständlich? Warum nicht einfach zwei mehr Düsen mit reinlegen? Na gut. Aber der hat halt überall Gimmicks. Also auch hier oben. Wir öffnen mal die Schultern und von unten. Und dann können wir sehen, da ist ein Thrusterchen drin, eine Düse. Auch ein nettes Gimmick. Diamant bzw. Kuppel vorne aus klarem Plastik, auch eine schöne Sache. Posierbarkeit, puh, was soll ich sagen? Also bis jetzt konnte ich alles damit machen, was ich machen wollte. So viel dazu. Und ich denke, das muss auch reichen. Achso, auch hier wieder, ne, ich habe vorne die Frontflap getrennt von der anderen. Ist easy peasy machbar und gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen was Schöneres, denn wir können solche Posen machen, ohne dass die zweite Flap dann auch mit nach oben geht. Alleine deswegen lohnt es sich schon. So, von mir aus, wenn ihr den Ming mögt, gibt es hier eine Empfehlung. Und falls ihr euch so einen hier zulegen wollt oder etwas ähnliches, schaut doch mal beim Oliver von ogundam.de oder o-gundam.de vorbei. Der hat auf seiner Webseite inzwischen jede Menge neues, tolles Zeug mit der Möglichkeit, das sogar im Lager abzuholen als Selbstabholung. Da spart ihr nochmal Versand. Und das, was ihr an Versand gespart habt, gibt ihr wahrscheinlich da aus, wenn ihr einfach mal durch diese tollen Reihen durchgeht. Wenn ihr wissen wollt, wie es bei dem guten Oliver im Lager aussieht, da habe ich auch ein Video drüber gemacht, schaltet doch da mal ein. Und ansonsten sehen wir uns hier jeden Freitag und ja, ab und zu auch dienstags. Insofern wünsche ich euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, einen schönen Abend, morgen, wann auch immer ihr das guckt. Bis dann.